Das ist auf jeden Fall unser Wohnmobil. Das ganze Auto, ey, es ist so unfassbar voll alles. Wir haben zum Glück gerade so alles reinbekommen, haben es wirklich bis unter das Dach vollgeladen. Mehr hatten wir auf jeden Fall Urlaub. Surfbrett vorbei. Ja, und aber dann im Wohnmobil haben wir ja jede Menge Platz. Und dann geht's los. Unsere 3 Wochen Sardinien Roadtrip Tour. Leute! Hallo! Wir sind im Wohnmobil. Oh mein Gott, ich kann es noch nicht ganz glauben, dass wir jetzt hier in einem Wohnmobil rumreisen werden. Das ist so cool. So mega geil. Also erstmal hatten wir ungefähr die Hälfte vergessen. Wir mussten jetzt noch diverses nachkaufen. Ich habe zum Beispiel eine Sonnenbrille vergessen, das ist auch starke Leistung. Ich habe einen Rasierer vergessen. Also ich trimme ja immer nur meinen Bart und ja, dementsprechend werde ich in nächster Zeit aussehen. Nee, ich habe mir einen Rasierer gekauft. Das geht nicht, dass ich irgendwie 2,5 Wochen mich gar nicht mehr rasieren. Ich habe schon zu Alex gesagt, er könnte sich einen Bart wachsen lassen. Und dann habe ich auch im selben Moment gedacht, der gefällt doch nicht ganz so gut. Ja, und was haben wir sonst vergessen? Wir haben ein Spannbetttuch vergessen, das mussten wir jetzt gerade noch kaufen. Dann waren wir einkaufen, dann haben wir aber Spülmittel vergessen und ja, mega viel haben wir vergessen. Ja, lauter so Krams. Ja. Aber jetzt haben wir, glaube ich, erstmal alles dran auf Holz geklopft. Wir sind immer noch hier in Isny, beziehungsweise jetzt in Leutkirch. Wir wurden Anfang des Jahres mal angeschrieben, und zwar von Sunlight. Also von denen ist auch dieses Wohnmobil, das ist so ein Wohnmobilhersteller. Ob wir Bock haben, einfach mal mit so einem Wohnmobil ein bisschen rumzukommen. Urlaub zu fahren und so. Ja. Weil sie meinten, das passt gut zu uns, weil wir halt auch so ein bisschen campingfrohe Leute sind und sowas. Genau. Und ja. Und dann haben wir gesagt, ja, wir hätten mega, mega Lust und es ist voll cool, dass das jetzt klappt und wir freuen uns auch voll. Deshalb haben wir übrigens auch nicht das Wohnmobil von meinen Eltern genommen. Die haben das derzeit eh nicht mehr. Genau. Die haben das verkauft und warten gerade auf ein neues und sind wohnmobillos. Und deswegen hat sich das ganz gut getroffen und wir sind sehr froh, dass wir das jetzt machen können. Ja. Und es ist jetzt mittlerweile aber schon 16:30. Unser Plan war heute eigentlich an den Gardasee zu fahren. Da fährt man aber jetzt wohl von hier noch 5 Stunden hin. Das werden wir wohl nicht mehr machen. Aber wir haben ja auch keine Eile. Also unsere Fähre fährt am Sonntag. Sprich, wir haben noch ein bisschen Zeit. Heute ist ja erst Donnerstag. Und dann können wir das noch ganz chillo machen. Mega geil. Ihr könnt euch auf jeden Fall riesig drüber freuen. Hier auf irgendwelche coolen Vlogs aus dem Wohnmobil und alles drum und dran. Von der ganzen Reise. Ja, und ich würde sagen, jetzt plappern wir nicht mehr so lange, sondern fahren jetzt endlich mal los. So, Leute, sehen hier übrigens die Straßen aus. Jesus, die sind nicht mal breit genug, dass da 2 Autos nebeneinander fahren können. Also zumindest kein Wohnmobil und ein normales Auto. Und jetzt mussten sowohl wir als auch die, die uns entgegenkommen, so ein bisschen in den Graben fahren. Also runter von der Straße. Ja. Naja, also wenn du das, diesen Schotter, richtige Straße. In 300 Metern biegen sie links ab. Ja, unser Navi ist auch am Stissel. Und Alex fährt erstmal, wie ihr sehen könnt. Ich habe schon direkt gesagt, ich bin mir nicht so sicher, ob ich mich. Wow! Die Spur ist 1,50 Meter breit ungefähr. Ob ich mich da so richtig traue. Und Alex ist ja schon ein Wohnmobil erprobt. Ich bin ja noch nie mit einem Wohnmobil gefahren. Und dann ist es ja nicht mal unsers. Und ich weiß nicht. Komm, fahr doch! Ob ich das dann will, unbedingt. Naja, jetzt fahren wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen. Ja, oh mein Gott, ist so geil einfach, dass wir zu zweit hier mit so einem Wohnmobil unterwegs sind. Come and hide with me.
gerade noch so lecker Sushi essen in, wie heißt der Ort? Brixen. Brixen, den hat Marie ausgesucht, weil wir sind dann doch nicht mehr ganz nach Bozen gefahren. Weil wir waren hungrig. Wir waren sehr hungrig und dann haben wir dort irgendwie so ein Runaround, nee, wie heißt das? Fließband-Sushi halt gefunden, ja. Auf jeden Fall, so all you can eat, war echt sehr lecker. Und jetzt sind wir gerade auf dem verrücktesten Übernachtungsplatz der Welt und legen uns da schlafen. Crazy. Das ist ja. So, so krass, also bleibt unbedingt dran hier, dann seht ihr, wie es nachher aussieht. Ja. Genau, jetzt schlafen wir aber erstmal. Ja. Flavor of a memory. Whenever all the stars above are shining, then I know I'll never be alone. Wherever all my wishes may be heading, a part of us will never. Die halbe Wiese. Ah. Guten Morgen! Einen wunderschönen guten Morgen. Oh, herrliche Nacht. Es war so herrlich hier oben auf diesem Bergpass. Mega schön. Wir müssen euch dann gleich mal nachher zeigen, wenn wir wieder runterfahren, was das für eine Straße war, die wir gestern Abend noch hochgefahren sind. Richtig crazy. Es ist mega kalt hier. Ich glaube, es hat 10 Grad oder so. Es ist echt sehr kalt. Wir haben jetzt die Heizung nicht angemacht, sondern uns einfach warme Sachen angezogen. Ja, und jetzt frühstücken wir erstmal. Lecker, so geil. Wir haben viel leckeres Zeug gekauft, nämlich gestern. Hm. Was machst du denn gemacht? Wir müssen gerade warten, bis er hier vorbei ist. Ansonsten haben wir nämlich ein kleines Problem. Und dann geht's los. Also der riesige Betonmischer hat uns eben empfohlen, die andere Richtung zu fahren, weil da wohl noch mehrere kommen und es ist ziemlich eng. Und eigentlich haben wir ihn nicht wirklich verstanden, weil er hat auf Italienisch gesprochen und meinte dann irgendwann andere Richtung, andere Weg oder sowas in der Art. Aber ja, also er sah auch nicht so freundlich aus. Er hat so ein bisschen sauer geguckt. Nein. So, schon so ein bisschen, naja, ihr freaky Touristen. Aber egal, jetzt fahren wir auf jeden Fall den anderen Weg. Keine Ahnung, wo der hinführt und wie lange wir da brauchen. Gestern Abend habe ich in der Map-App geschaut, wo wir hier rumfahren und habe noch sozusagen gemeint, oh Gott, ewige Bergstraße, die sich echt nur so hoch schlängelt und so breit ist wie das Wohnmobil. Eine ordentliche Abenteuertour, die wir also hier machen. Wenn man den ersten Gang muss, ist es schon immer hart. Du machst das sehr gut. Ich wäre viel zu aufgeregt. Aber wie schön ist es? Wow! Wow! Es ist so mega schön hier. Wunderschön hier. Richtig idyllisch sieht's aus. Als würde man hier sehr schön Wellness-Kururlaub machen können. Und da vorne ist der Betonmischer, der uns den Tipp gegeben hat. Also den verfolgen wir jetzt einfach weiterhin. Aber diese Straßen sehen auf jeden Fall schon um einiges besser aus und größer. Und jetzt schrauben wir uns hier irgendwie wieder den Berg runter. Ja, hier gibt es wenigstens einen Mittelstrich in der Straße. Den gab es vorhin gar nicht. Also die Straße war wirklich so breit wie ein Streifen. Ich hätte echt nicht gewusst, wie wir irgendwie aneinander vorbeikommen. Vor allem nicht an so einem hier. Vor allem das Allerwitzigste war einfach, wir sitzen im Wohnmobil und ich habe so gesagt, ja, wenn wir jetzt da runterfahren, wir sind eh das größere Auto, was entgegenkommt, weil ich an normale PKWs gedacht habe. Deswegen können ja dann die anderen vielleicht irgendwie ein Stückchen rückwärts fahren und dann schauen wir, wo Buchten sind, weil wir rückwärts den Berg hoch, ist dann vielleicht doch ein bisschen tricky. Und in dem Moment, in dem ich das sage, kommt so ein Betonmischer um die Ecke gefahren. Eigentlich hat sich schlapp gelacht und so, gerade sagst du es noch und dann kommt er und ich so, what? Ja, und dann war uns klar, okay, nein, schlechte Idee. Okay, das kann man auch machen. Wow! Ist das krass sportlich hier. Hier diesen steilen Berg mit so Dingern hoch, ey. Wahnsinn. So damn beautiful. Ah, hallo, es Bozen. Leute, wir suchen seit über einer Stunde einen blöden Parkplatz hier. Und es
gibt einfach nichts. Wir haben gedacht, wir haben einen gefunden und dann nur mit irgendwie Anwohner-Parkausweisen. So, und alles ist irgendwie mit 30 Minuten Parkscheibe und so. Ich habe jetzt mal gegoogelt und halt ganz viele schreiben ja außerhalb von Wurzen parken und einfach mit den öffentlichen Verkehrsmitteln reinfahren. Aber wir wollen ja nicht so ewig hier bleiben. Wir wollten jetzt vielleicht noch irgendwo einen Kaffee trinken gehen und so ein bisschen durch die Stadt spazieren und dann weiterfahren. Ja, aber die Parkplatzsuche gestaltet sich doch recht schwierig. Ich habe jetzt mal gegoogelt und irgendwie kann man wohl in so einer Straße beim Stadion parken. Da fahren wir jetzt einfach mal hin, mal gucken, ob das dann was wird. Und ja, dann schauen wir uns die Städte noch ein bisschen an. Es ist nämlich richtig schönes Wetter gerade. Mir ist auch langsam recht warm in meinem Pulli. Und ja, ich meine, wir sind ja ganz chillo unterwegs. Wir haben ja bis Sonntag Zeit. Da müssen wir erst an der Fähre sein. Bis dahin können wir unsere ganze Zeit verdüdeln. Aber halt eigentlich nicht mit Parkplatzsuche in Bozen, ne? Nach ewigem Suchen haben wir jetzt endlich einen Parkplatz gefunden. Marie hat in so einem Forum, war es ein Wohnmobilforum oder sowas, nachgelesen, dass man irgendwie am Stadion hier ganz gut parken kann. Und tatsächlich war da auch ein Parkplatz frei jetzt für zwei Stunden. Und hinter uns, könnt ihr sehen, das ist der Isaac. Der Isaac! Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Vielleicht weiß ja jemand von euch, dann könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Ja, aber so schreibt man es auf jeden Fall. Und jetzt laufen wir rein nach Bozen. Das ist aus dem Kaffee trinken geworden. Das Parkplatzsuchen hat einfach zu lang gedauert. Dann sind wir jetzt hier gelandet. Mit Riesenpizza und Riesenbruschetta. Das ist ja echt krass. Wie groß muss dieses Brot gewesen sein? Das ist ja hardcore. Das ist ja eine Brotscheibe einfach. Ich esse nur eine Scheibe. Unten am See angekommen. Hat das jetzt eine Weile gedauert. Wir haben gerade gesagt, es ist ein bisschen ähnlich wie in Neuseeland hier irgendwie. Wenn man das mal so anschaut, so Queenstown oder so. Ja, toll. Bisschen Tunnel-Action, nehmen wir euch auch noch mit. So schön. Aber ist doch echt so, oder? Also, wenn ihr schon mal in Neuseeland wart, dann könnt ihr das ja gerne in den Kommentaren mal bestätigen. Wisst ihr, was das Schlimmste ist? Ich sehe da hinten Flitzen, Kite rum, aber ich glaube, die starten von der anderen Seite und da kommen wir jetzt nicht mehr hin. Das heißt, wir können auf jeden Fall nicht kiten gehen. Was sehr traurig ist, aber ich kenne mich einfach auch überhaupt nicht aus, wo man hier kiten darf und so, weil das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig auch am Gardasee, wo man da rauskommt und sowas. Ich war noch nie hier kiten, deshalb. Aber da hinten sind sie auf jeden Fall. Und so viel Windsurfer. Eigentlich sollte ich irgendjemand fragen, ob ich sein Windsurfmaterial mal haben kann. Weil das ist das Eigentliche, mit dem ich eigentlich angefangen habe. Das hätte ich auch Lust. Dazu muss man sagen, wir sind jetzt gerade auf der Ostseite vom Gardasee. Wir wollten auf der Seite runterfahren, weil das dann von der Seite aus eigentlich ein bisschen kürzer ist. Also zumindest, ja toll. Wow, hier kann man keine drei Sätze sagen, ohne dass man durch den Tunnel fährt. Was ich sagen wollte, bevor mich der Tunnel unterbrochen hat, von dieser Seite aus ist es streckenmäßig, glaube ich zumindest, ein bisschen kürzer runter nach Florenz als von der anderen Seite, weil da muss man dann so um die Ecke fahren, wobei man da auf der Autobahn fährt. Also wahrscheinlich hätte es keinen Unterschied gemacht, egal. Jetzt sind wir hier. Ich war noch nie am Gardasee, muss ich dazu sagen. Also, ich weiß nicht, wart ihr da schon mal? Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wer von euch öfter mal am Gardasee Urlaub macht. Was für eine Zeit ist jetzt, Schatz? Seezeit! Badezeit! Woo, endlich! Wo sind wir denn genau? Bei Bardolino? Bardolino oder sowas? Ja, in Bardolino sind wir und da sind wir einfach auf den erstbesten Parkplatz gefahren, weil wir jetzt unbedingt noch an den See wollen, bevor es dann einfach zu spät ist und wir noch 100 Jahre weiterfahren. Und oh, gibst du mir auch meine Flipflops? Das ist nämlich richtig geil. Wir haben hier die Flipflops im Boden drin. Wir hockeln hier auf einer schönen Landstraße entlang. Ah ja, Fenster zu machen ist vielleicht mal eine gute Idee. Und es ist einfach so schön hier. Wow, es sieht so schön aus. Man fühlt sich einfach direkt wie im Urlaub. Wir sind nämlich jetzt hier weggefahren vom Gardasee, weil wir da
ja, wissen wir. Wenn wir da absolut nicht stehen können irgendwo im Wohnmobil auf einem richtigen Campingplatz irgendwie, hätte es uns dort auch nicht gefallen. Da fahren wir jetzt echt ein bisschen außerhalb irgendwie in so einen Ort, haben wir uns einfach im Navi angeguckt und so. Und mal schauen, ob es uns da dann gefällt und ob wir da dann schlafen heute Nacht. Genau, also wir stellen uns ja jetzt nicht dahin und campen richtig und stellen unsere Stühle raus und fahren die Markise aus, sondern wir suchen ja echt nur einen Platz zum Schlafen und deswegen hatten wir jetzt eben keinen Bock auf einen Campingplatz zu gehen. Und schauen wir mal, was wir hier so finden. Das ist einfach so schön. Irgendwie gibt es hier wohl auch in der Nähe noch so einen anderen kleinen See und weil es hier halt jetzt wirklich überhaupt gar nicht mehr touristisch ist, dachten wir uns, vielleicht ist der ja ganz cool. Aber mal schauen, ob wir so weit noch fahren oder ob wir eher in diesem Goito, wie auch immer man das ausspricht, bleiben. Wow. Und wie grün das ist. So stellt man sich irgendwie einen Roadtrip vor, oder? So der Sonne entgegen, Sonne geht unter, mega geiles Licht. Ja. Voll. Krass, man kann da so einen richtig krassen Effekt machen, wenn wir in die Richtung fahren und ich zoome so raus. Wow, nee, da stellen wir uns nicht rein. So ein verlassenes Waldstück. Und jetzt sind wir in... Ich weiß nicht, wo wir sind. In einem süßen Ort. Wo waren wir gerade eben? In Suave. Suavemente. Ich komme schon in Urlaubsstimmung jetzt. Du siehst auch aus wie ein richtiger Urlauber. Ich habe gerade eben schon zu Alex gesagt, das ist so cool, wenn man ein Wohnmobil dabei hat. Wir haben einfach auf der Karte geguckt, wo haben wir Bock hinzufahren und dann fahren wir da einfach hin und dann schauen wir mal und wenn es nicht gefällt, dann fahren wir noch zwei Orte weiter und dann kann man da trotzdem irgendwo bleiben. Und wenn du halt mit dem Auto unterwegs bist, dann würdest du das nicht machen, weil du dir dann so denkst, ja guck mal, dann fahren wir jetzt eine Stunde lang ins Niemandsland und dann, wo bleiben wir dann? Da kann man nicht schlafen. Und das ist einfach so süß, weil die ollen Wohnmobilfahrer, die grüßen sich einfach die ganze Zeit. Und ich bin ja noch voll neu im Wohnmobil-Ding drin und Alex ist ja alter Hase und weiß das alles. Und ich bin einfach nur fasziniert und begeistert von allem. Das macht so viel Spaß, das ist so cool. So zu reisen gefällt mir richtig gut. Vor allem ist halt schon mal ein kleines Upgrade von unserem Zelt letztes Jahr auf Limnos. Ein kleines. Ein kleines. Habt ihr die Vlogs gesehen? Würde mich mal interessieren, wer von euch die Vlogs auch schon gesehen hat. Ganz viele sagen ja immer, sie haben die Neuseeland-Vlogs gesehen. Aber wer hat denn die Limnos-Vlogs gesehen aus Griechenland? Die waren auch sehr schön, fand ich. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich heute alles gesagt habe, was ihr alles in die Kommentare schreiben sollt. Ja, irgendwas mit dem Gardasee auf jeden Fall. Und gestern war mit Sicherheit auch irgendwas. Und Jesus. Oh, es ist so schön. Es ist so schön. Und da kommt ein Dog. Deshalb dauert es so ewig, wenn er so schleicht. In Deutschland immer wum, hier. Süß. Wie ihr sehen könnt, sind wir doch noch an den See gefahren und haben hier einen super Parkplatz gefunden. Den hat Navigator Marie rausgesucht. Richtig, richtig stark, richtig stark. Weil ganz da hinten da im Hintergrund, dieses silberweiße Teil, das ist unser Wohnmobil. Und hier sind wir. Hello. Ich würde sagen, wir schauen jetzt noch kurz das Wohnmobil an und dann kochen wir. Komm mal mit. Hey, Frederik. Was ist eigentlich ein Wohnmobil? Piggledy, ein Wohnmobil? Das ist etwas ganz Tolles. Ich zeig es dir. Komm mal. Kennst du nicht Piggledy? Doch, natürlich. Der Frederik redet genauso. Pass auf, jetzt stürzt mir gleich den Hang hier runter. Also ich. Eigentlich müssen wir echt auf den Po runterrutschen hier einfach. Ja, genau. Okay. Welcome to my crib. Ich hab den Schlüssel. Ja, danke. Ich weiß nur nicht, welches immer ist. Du hast wahrscheinlich wieder Glück und jetzt ziehst den richtigen. Come on, Glück. Knowledge. Wissen, mein Schatz. Also hier ist so ein Tritt, den kann man hier elektrisch so raus und reinfahren. Das ist echt mega geil. Den fahre ich immer von Marie raus. Sag so, Schatz, hier die Treppe. Ich kann nicht ohne diese Treppe rauslaufen, aber ist ja sehr süß. Okay, ja, dann kommt man rein. Und ist auch mitten im Geschehen direkt. Hier ist die kleine Sitzecke. Da haben wir schon ein bisschen Chaos veranstaltet. Diese zwei Sitze kann man drehen. Dann kann man hier so eine Sitzgruppe machen. Das ist echt mega cool. Genau. Dann führen wir uns weiter. In die Küche.
Das ist die Küche. Hier drunter verbirgt sich das Waschbecken mit dem dreckigen Frühstücksgeschirr, was wir noch nicht gespült haben. Und hier drunter ist der Herd. Und dann gibt es auch jede Menge Schubladen und Schränke und... Ja, das ist das ganze Zeug, nämlich was wir mitgebracht haben. Genau. Sieht ja furchtbar aus. Sieht furchtbar aus. Dann haben wir einen riesigen... Wow, da hatten wir echt Glück, dass das nicht alles... Ja, ein riesen Kühlschrank. Ein riesen Kühlschrank, was echt richtig geil ist. Und sogar ein Gefrierfach und... Geil, das habe ich ja schon wieder vergessen, was wir gekauft haben. Cookie Dice! Das ist halt richtig dekadent eigentlich, gell? Boah, ich muss mal gucken. Das ist halt schon ein richtiges Luxus-Camping hier, ne? Ja, das ist super krasses Luxus-Camping. Ja, dann gibt's hier einen nicht ganz so Marie-freundlichen Schrank. Weil Marie ist komplett auf Zehenspitzen. Nicht ganz so gut dran. Ja, deswegen habe ich zu Alex gesagt, da oben dürfen wir nicht viel reinstellen. Dann ist hier theoretisch ein Bett. Oh, warte, guck mal. Da gibt's doch noch mal. Ja, jetzt sieht man uns besser. Dann ist hier über euch theoretisch noch ein Bett. Das kann man runterholen. Ja, das komm, wir holen es mal kurz runter. Ja, warte, ich filme. Du musst es runterholen, weil das ist, glaube ich, schwer. Jetzt ziehen und dann... Und dann fahren da auch die Schränke mit runter, wie ihr sehen könnt. Und dann... Dann kommen wir hoch. Kann man theoretisch über die Leiter oder man klettert über die Spüle. Letzte Nacht musste ich dann auch hier schlafen, weil ich anscheinend zu laut geschnarcht habe. Erzähl doch keinen Schmarrn! Nein, Quatsch! Aber das ist echt groß, nur hätte ich da Angst die ganze Zeit, dass ich runterfall. Okay, dann sind wir hier in meinem Favorite Part. Das ist nämlich das Bade- und Schlafzimmer. Hier hinten ist unser Bett. Das ist unser Bett. Das ist ein bisschen kleiner, glaube ich, als dieses andere Bett. Aber nicht viel. Vielleicht und gleich, sehr gemütlich. Da oben seht ihr so Schränke, da sind die Klamotten drin. Hier ist nochmal so ein Schrank. Da sind auch nochmal Klamotten drin. Kriegen wir Besuch? Nee, nee. Und das hier ist die Dusche. Bei der Dusche muss man den Boden so hochheben. Kann man eigentlich gleich mal machen, weil wir duschen jetzt noch. Und dann kann man diese Türen so aufklappen und dann kann man duschen. Und also was ist denn gleich draußen? Ja, aber dann liegt der im Weg rum. Ist ja schon alles eher tight hier. Jetzt musst du ja auch noch mit hier reinkommen, sonst können wir ja nicht viel machen. Guck mal, aber dann kann man die Tür aufmachen, dann kann man die hier wieder zumachen. Dann ist die da zu und dann hat man hier einfach ein, wo ist hier nochmal das Licht, ein Riesenbad. Ha! Ist das nicht geil? Das ist traumhaft. Das ist das Klo und da ist das Waschbecken und da ist auch nochmal ein Schrank. Und ja. Echt mega. Sehr, sehr schön. Das ist auf jeden Fall unser Wohnmobil für die nächsten 2,5 Wochen. An dieser Stelle beenden wir jetzt auch den Vlog. Wir machen uns jetzt noch was zu essen. Es gibt mal wieder Avocado-Pesto. Ja, richtig. Ja, und wir hoffen, euch hat der Vlog gefallen und ihr freut euch auf die kommenden Vlogs. Die werden, glaube ich, richtig, richtig cool. Wir gehen viel kiten, viele schöne Strände dann auf Sardinien und sowas. Da freue ich mich mega drauf. Morgen schauen wir dann noch Florenz an. Also im nächsten Vlog seht ihr dann was noch von Florenz und sowas und dann von der Fährfahrt. Genau, also wird, wahrscheinlich wird der nächste Vlog dann wieder in 2 Tagen online kommen. Dann können wir einfach ein bisschen mehr so zusammenschneiden und haben eben auch mehr Zeit und sind flexibler, je nachdem wie eben das Internet ist und wie wir Zeit haben, Vlogs zu schneiden und so. Und werden versuchen, euch so gut es geht, so ein Stückchen Urlaub nach Hause zu transportieren. Und ja, hoffen auch, es hat euch gefallen, dass der Vlog so lange war. Ja. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, ne? Richtige Manda-Serie. Richtige Manda-Serie. Yo. Also, bis dann. Schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht. Tschüss. Tschüss. Auf dem Schild steht, sieht aus wie Heidenai. Heidenai. Wo? Da oben auf dem Werbeschild. Heidenai. Le Traditioni. So eine Story. Ach, Kiedenai. Heidenai. Naja, fast. Ich hab's nicht mal gefunden. Heidenai. Da steht doch Ki. Steht doch nicht Kai.